Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video von Annes Stempeldesign. Ich bin Lilly und in diesem Video zeige ich dir ein paar Layout-Ideen von Anne. Das erste Layout, das ich dir von Anne zeige, ist ein frühlinghaftes Layout. Anne hat die Outline-Eukalyptus-Stempel auf dem gleichen Papier wie die gerissenen Papierstreifen abgestempelt. Anne achtet immer sehr darauf, dass die Farben auch im Farbton zusammenpassen. Die einzelnen Eukalyptusblätter, ausgeschnitten, ersetzen diverse Die-Cuts zur Dekoration. Zum Teil hat sie mit 3D-Klebepunkten die Blätter aufgeklebt. Das Foto hat sie mit Motivpapier und mit Butterbrotpapier hinterlegt. Wenn du ein nahtloses Butterbrotpapier haben möchtest, eignet sich die Butterbrottüten nicht dafür. In jedem Supermarkt gibt es auch das von der Rolle. Die Umrandung des Papiers und des Fotos hebt es etwas aus dem Layout hervor. Anne ist es immer wichtig, dass das Foto im Vordergrund ist. Die Papierstreifen sind von Hand gerissen. Kleiner Tipp, probier es erst einmal aus, in welche Richtung du reißen möchtest. Die Effekte sind unterschiedlich. Mit ein paar Farbspritzer bekommt das Layout noch einen kleinen Deko-Kick. Dieses Layout ist etwas aufwendiger, aber es hat auch super Spaß gemacht. Das Foto hat sie mit vielen Papierstücken unterschiedlich hinterlegt. Diese Art, das Bild zu hinterlegen, nennt man im Fachjargon Layering. Für ein Layering kannst du eine gute Resteverwertung mit deinen Papieren machen. Anna hat sich extra eine Papierserie dafür ausgesucht, bei der es viel zum Ausschneiden gab. Diese ausgeschnittenen Elemente möchte sie wieder als Deko verwenden. Bis auf die Federn war alles irgendwo auf den Papieren. Die Federn sind vom Monatsstempel Februar 2021. Stempeln, ausschneiden, fertig ist die Dekoration fürs Layout. Die Herzen und Schmetterlinge waren noch aus einem anderen Papierset übrig und fanden hier noch Verwendung. Hier sieht man schön die Diagonale der Anordnung von Fotos und Dekoration. Das Themenstempelset Fotografie Volume 3 ergänzt auch hier wunderbar die Monatsstempel. Das Basispapier war schon so und wurde nur mit ein paar schwarzen Farbspritzern ergänzt. Zusätzlich kam noch ein bisschen kleiner Schnickschnack zur Deko mit drauf. Paletten gehen bei Mädels immer. Die schwarzen erhabenen Punkte sind mit Animal Accent. Ein eher männliches Layout, aber wie du bestimmt mitbekommen hast, ist Annes andere leidenschaftliche Hobby das Motorradfahren. Zwar eher auf der Rennstrecke, aber dieses Motorrad hat sie mit Straßenzulassung. Als sie dann eine neue Auspuffanlage dran gebaut hatte, musste das natürlich festgehalten werden. Auch dazu hat sie passende Texte von diversen Monatsstempeln gefunden. Bisschen Werkzeug und Sterne ausgestanzt, da braucht es nicht mehr viel Motivpapier. Auch hier einmal ein Text im Bogen abgestempelt. Um einen Kreis zu zeichnen, kannst du auch einen kleinen Unterteller als Schablone verwenden. Anne hat eine wasservermalbare Farbe hierfür verwendet. Die gestalterische Anordnung ist wieder eine Diagonale. Bei diesem Layout hat Anne das Ganze gestalterisch in eine Senkrechte gesetzt, mit der Berücksichtigung der 1/3 zu 2/3-Regelung. Du kannst dir mit Bleistift auch eine Linie auf dem Grundpapier ziehen. Senkrecht, waagrecht oder eine Diagonale. Und dich mit deinen Fotos, Stempeln, Papieren und Dekoelementen daran entlanghangeln. Anne hat für dieses Layout viel von den Kleckse-Hintergrundstempeln benutzt. Auch die grauen Punkte sind ein Stempel aus einem Monatsstempel. So findest du immer wieder auch kleine Stempelmotive auf den Monatsstempeln, die sich wunderbar als Dekoration oder um Akzente zu setzen einsetzen lassen. Manchmal schneidet Anne auch im Nachhinein ein Wort oder Satzzeichen weg. Von einem Textstempel, so wie hier bei Ganz wichtig, hat sie den Doppelpunkt abgeschnitten. Ein sommerliches Naturlayout. Das Datum hat sie oben zwischen den Papieren versteckt. An diesem Tag, als das Foto entstand, war ein Traumwetterchen und absolut sommerlich. Da hat man richtig Lust, mit der Kamera Flora und Fauna zu entdecken. Mit den Kleckse-Hintergrundstempeln ist schnell das Basispapier zu einem dekorativen Papier umgestaltet.
Das Foto mit farblich hinterlegt und einen passenden Wimpel dazu geschnitten. Die Ehren gab es vergangenen August 2020 auf dem Monatsstempelset. Anna hat sie abgestempelt und ausgeschnippelt für die Deko. Ebenso der Körnerhaufen. Passend zu dem Kornfeldfoto, die eingerissenen Effekte werden einfach mit einem kleinen Stück Motivpapier hinterlegt. Dafür braucht es keine ganze 12x12 Inch Papierbogen. Noch ein paar schwarze Kleckse und ein paar goldene Lochverstärker. Fertig ist das Layout. Die Gestaltung verläuft wieder auf einer senkrechten Linie. Dieses Layout könnte auch mit 4 Fotos sein. Anne hat sich für die Variante entschieden, ein Foto plus 3 gestaltete Quadrate anstatt Fotos. Im Hintergrund hat sie noch verschiedene Klecksstempel abgestempelt. Das Foto hat Anne mehrlagig hinterlegt, mit unterschiedlichen Motivpapieren, Butterbrotpapier und ein Doily ist auch dabei. Das erste Quadrat hat sie aufgenäht, einen Tack und viele Mini-Herzen ausgestanzt. Das große Herz ist mit Abstandsklebepads aufgeklebt. Die anderen beiden Quadrate hat sie etwas simpler gestaltet. Das Motivpapier hat schon so viel Dekoratives. Auch das vierte Quadrat hat schon so viel Spannendes auf dem Papier, so dass sie dort nur noch das Journaling platziert. Am Rand hat sie zusätzlich das Papier eingerissen, mit einem Motivpapier hinterlegt und nochmals durch die Nähmaschine gejagt. 2 Animal Dots sorgen zusätzlich für einen Hingucker. Du siehst, du kannst es so wie Anne gestalten oder die Quadrate mit Fotos ersetzen. Dieses Layout ist wieder etwas aufwendiger gestaltet. Die 3 Fotos sind auf eine Größe zugeschnitten und mit weißem Papier hinterlegt. Darunter ist wieder ein Layering passiert. Verschiedene farbige gemusterte Papiere in unterschiedlichen Größen werden hier übereinander gestapelt und unter das Foto drapiert. Das Motivpapier im oberen Drittel sind die Quadrate genäht, der untere Rand gerissen. Auch da schaut noch ein Blümchen hervor. Ausgeschmückt das Ganze mit Schmetterlingen, ausgestanzten Blättern und Animal Dots. Zusätzlich hat sie auf dem Untergrund noch etwas mit Farbe geschmattert. Zum Schluss hat sie die passenden Stempel aus verschiedenen Monatsstempelsets ausgewählt und abgestempelt. Die Gestaltung ist hier keilförmig, das heißt oben breit und wird nach unten immer schmäler. Dieses Layout ist mit 2 kleinen Fotos ca. 7x10 cm. Die große Freifläche auf dem Untergrundpapier lenkt die Aufmerksamkeit direkt auf die Fotos. Hier hat Anne dann auch ein Motivpapier gewählt. Für dieses Layout ist alles wieder aus einer Papierserie bzw. war es ein Monatskit von Scrap Delight. Papiere, Die-Cuts und Animal Dots passen farblich so perfekt zusammen. Gerade für Anfänger sind solch farblich passend zusammengestellte Kits perfekt. Damit lassen sich schöne Layouts erstellen mit der farblich passenden Dekoration dazu. Das Ganze wird mit Texten aus den unterschiedlichen Monatsstempeln ergänzt. Dieses winterliche Layout ist in einer senkrechten Linie aufgebaut mit Kreisen. Ein Teil des Kreises ist aus Fotos ausgestanzt und ein Teil aus Papier. Die unterschiedlichen Größen werden auf einer Senkrechte in einer leichten Schlangenlinie aufgeklebt. Das Ganze mit winterlichen Texten aus den Monatsstempelsets dekoriert. Die Outline-Schrift lässt sich zusätzlich in der dazu passenden Farbe kolorieren. Ein schnelles Layout mit großer Wirkung und fast keinem Schnickschnack. Es werden immer mehr solche Kletterparks im Wald angeboten. Anne war mit ihrer Familie auf der Mainau in solch einem Kletterwald. Und sie hatten offensichtlich viel Spaß. Mit den Textstempeln kannst du wunderbar das Journaling ersetzen oder ergänzen. Hier hat Anne noch ein paar Zeilen auf Papierstreifen geklebt und zwischen den Stempeltexten ergänzt. Die Outline-Schrift hat sie wieder in der passenden Farbe zum Layout koloriert. Die Farben der Papiere passen genial zu den Fotos. Und so hat sie auch einmal ein etwas unruhiges Papier als Hintergrundpapier gewählt. Damit die Fotos sich noch gut genug abheben, sind sie wieder mit weißem Papier hinterlegt.
Zusätzlich hat Anna auf dem Hintergrund mit weißem Gesso, das ist eine weiße Haftgrundfarbe, natürlich kannst du auch weiße Acrylfarbe benutzen. Um diesen gespachtelten Look zu erzielen, hat Anna die Farbe mit einer ausgedienten Kreditkarte aufgetragen. Als Deko hat sie noch ein paar farblich passende Kreise ausgestanzt. Die Kreise und den Layoutrand noch mit einem dünnen Stift von Hand umrandet. Die Farbwahl grün, weil es zu dem Wald und den Fotos passt. Bei diesem Layout hat Anne mal wieder viel Farbe auf dem Untergrund verwendet. Hier hat sie mit einem Acrylblock, die Technik haben wir dir erst in einem anderen Video gezeigt, das verlinken wir dir hier nochmal. Du siehst schon, das Papier wälzt sich, wenn zu viel Wasser draufkommt. Wenn dich das stört, empfehlen wir dir Aquarellpapier zu verwenden. Das wälzt nicht ganz so stark. Die Gestaltung verläuft wieder in der Senkrechten. Die Quadrate nehmen von oben her zu und ab circa der Mitte wieder ab. Das Foto ist das größte Quadrat und wird durch die kleinen Quadrate, die aus unterschiedlichen Motivpapieren ausgeschnitten sind, umrahmt. So steht wieder das Foto im Vordergrund. Ganz simpel mit noch ein paar Farbspritzer und Enamel Dots dekoriert. Es ist ein Layout für Anne selbst, daher der Titel Me und passende Textstempel. Solche Texte findest du querbeet immer mal wieder auf den unterschiedlichen Monatsstempeln. Fühlt ihr euch inspiriert und euch gefällt unser Beitrag, dann bedankt euch gerne mit einem Like. Wir freuen uns sehr darüber. Das ist so eine kleine Belohnung für uns, für die ganze Arbeit, um so ein Video zu erstellen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!